Tag auch, hallo, hallo. Ja, Tag auch. Schön, dass ihr schon so zahlreich erschienen seid. Könnt ihr mal reinschreiben, wir sind schon da. Grüß dich in Space, hallo, hallo. Ja, heute haben wir wieder einen spannenden Rückblick auf eine coole Folge, wa? Auf jeden Fall, Sadi auch am Start. Ja, ich freue mich auch auf jeden Fall, weil das war ja auch wirklich eine Folge, wo wir in der zweiten Hälfte, finde ich, so richtig gemerkt haben, dass es da echt viele spannende Punkte gibt, die man noch länger hätte ausdiskutieren können. Und deswegen freue ich mich schon und wir haben ja auch wirklich richtig, richtig viel Rückmeldung von euch erhalten. Eigentlich durchweg positiv, dass euch das gut gefallen hat. Ja. Deswegen bin ich mal gespannt, was der Abend heute noch so bringt. Auf jeden Fall, wir grooven uns langsam ein, bis Antje am Start ist. Vergeht, denke ich, noch ein bisschen Zeit. Dortmund ist auch am Start. Ja, schöne Sache. Ja, schön, dass Nightmare auch wieder da ist. Ich Ja, weiß das. nicht, ob Nightmare nur in letzter Zeit wenig gechattet hat bei uns oder ob Nightmare tatsächlich so ein bisschen gar nicht in die Streams jetzt reingeschaut hat. Auf jeden Fall war das ja eine Wunschfolge von dir im Prinzip oder Wunschgast. Und habe ich mir schon vermutet, dass dich das freuen wird, diese Ausgabe. Ja, wir können ja auch mal ihr könnt gerne reinschreiben, wie euch die Folge gefallen hat. Bis Antje da ist, können wir ja auch schon mal so ein bisschen sprechen, wie es uns gemundet hat. Ja, wie fandst du es? Ich würde sagen, das hat mal eigentlich recht gut gemundet. Ja, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen gesagt. Ich fand das eigentlich auch eine ganz witzige Sache, die Folge so ein bisschen zweigeteilt zu haben. Ich glaube, es gab ein paar Punkte, wo ich auf jeden Fall das Gefühl hatte, da hätte ich gerne noch Tiefer mehr diskutiert, gesprochen. gerade aus dem zweiten Part, weil wir teilweise da auch wirklich so sehr große Themen angeschnitten haben, wo ich eigentlich noch viel dann gerne zu gesagt hätte, aber wo auch einfach nicht der Rahmen war, weil man will ja so eine Folge dann auch mit Diskussionen nicht sprengen. Das haben wir auch schon ein paar Mal bei Gastfolgen gemerkt, dass das dann auch so ein bisschen den Flow rausbringen kann. Und ja, wie gesagt, deswegen bin ich auf jeden Fall froh, heute dann noch mal ein paar Sachen im Stream mit euch, mit euren Fragen diskutieren zu können. Wie war es bei dir? Ja, also tatsächlich ähnlich. Ich fand, das ist eine Folge, die sehr interessant war, auch einige neue Gedankengänge gebracht hat, einige neue Perspektiven oder Erweiterungen. Zum Beispiel auch die ganze Geschichte mit Proudhon hatten wir dann auch in der Ausgabe selbst gesagt. Das war auch eine schöne Ergänzung für uns, jetzt den einfach mal zu streichen aus der anarchistischen Geschichte. Oder eben zumindest, sage ich mal, nicht mehr diese Art von Stellenwert zuzumessen, wie er halt häufig bekommt. Aber wie du sagst, es gab sicherlich ein paar Punkte, die waren wirklich sehr interessant, die wir dann nur anschneiden konnten. Umso besser, dass wir ja jetzt den Livestream gleich oder jetzt gerade auch schon haben werden, um dann, um dann nochmal ein paar Sachen zu vertiefen. Und In Space hat die Folge noch nicht fertig gehört. Ich weiß auch gerade gar nicht. Ich glaube, 1 Stunde 30 war die Folge jetzt am Ja, Ende. ein bisschen kürzer, 1 Stunde 20. Ich gucke mal parallel in unsere Mails, ob Antje sich irgendwie per Mail gemeldet hat, dass sie nicht reinkommt oder so. Nur, dass ihr Bescheid wisst, warum ich hier am Rumfuchteln bin. Ja, das war ja, glaube ich, dann genau der Stream, wo ich gefehlt habe, ne? Ja, genau. Letzte Deswegen. Woche. Richtig. Könnte ich dir auch gerade gar nicht mal auf Anhieb sagen, was da war. Das war der Ach Livestream ja, genau. zu Mit, unserer Folge ja. zusammen Wanknecht mit Mit Alfred. dem guten Alfred, ja, stimmt. Das, wo du noch meintest, dass ich mal mehr anschauen sollte, wie ihr das dann gelöst habt mit du sprichst ins Off hinein.
kann auf jeden Fall schon mal sagen, das sieht gut aus. Ja, ich glaube, es war tatsächlich mein Fehler. Ich habe, anscheinend habe ich vergessen, Antje das Passwort zu schicken für eine Tatsache. Verdammte Axt. Ja, an dem Passwort sind schon viele Zoom, Jitsi etc. Sitzungen gescheitert in der Geschichte. Ja, aber diese wird nicht scheitern, weil ich habe den Fehler früh genug erkennen können. Ja, interessant war, dass die Folge sehr gut auch angekommen ist. Ne? Also wir haben auch so jetzt abseits, ihr habt ja auch schon geschrieben, dass euch Joshua das Trinken verlernt, über die Zeit auch vor dem Livestream jetzt, haben sehr viele Leute gesagt, dass es ihnen gut gefallen hat. Euch hat sie auch anscheinend gut gefallen. Aber sie war von den Aufrufzahlen her tatsächlich jetzt im Vergleich zu unserer aktuellen Entwicklung, weil wir jetzt ja nochmal einen ziemlichen Schub genommen hatten, so mittelmäßig geklickt. Was ich auch immer interessant finde, also es ist häufig so, dass es irgendwie zu feministischen Themen eine große Nachfrage erstmal gibt. Sehr, sehr viel Rückmeldung und positives Feedback, wenn dann was kommt. Und dann ist es oftmals aber trotzdem so, dass es irgendwie so, ja nur so, also nicht überragend sozusagen geklickt wird, herausragend geklickt wird, sondern dann eher so im Durchschnitt verbleibt. Ja, da kann man auf jeden Fall auch mal schauen und weitere Folgen. Aber wir haben ja jetzt auch erstmal einen Livestream, wo wir genau diskutieren können, wo du dann auch noch den Debattenstoff dann auch in den Chat reinhauen kannst. Ah, okay. Also Antje ist mittlerweile drin. Dann switchen wir mal über zu unserer neuen Ansicht hier für Gäste. Und unsere Kamera ist gerade weg, aber Antje, hörst du uns? Hallo, hallo? Hallo. Hörst du uns? Ich glaube nicht. Okay. Weiß Antje denn, dass sie schon... Ich glaube nicht. Sie weiß nicht, dass sie drin ist. Es sieht so aus, als würde sie es nicht sehen. So. Hörst du uns? Ich weiß nicht, ob sie was sieht oder hört. Hallo, hallo? Hörst du uns? Die Kamera, naja, da steht jetzt nichts. Ist jetzt schwer zu sagen, woran es liegt, dass sie das nicht sieht oder uns hört oder so. Meine einzigste Kontaktmöglichkeit ist tatsächlich auch der Mailweg. Ist jetzt etwas weird, dass sie halt gar nicht weiß, dass sie online ist. Vielleicht nimmst du ihre Webcam erstmal nochmal raus. Ja. Vielleicht, ich probiere es mal zu aktualisieren oder so, vielleicht bewirkt das ja was. Hallo, hörst du uns jetzt? Okay. Und dann nehme ich mal zumindest ihr Bild so lange raus, was hoffentlich funktioniert. Ja, danke euch. Wir sind auch sehr überzeugt von dem Layout. Könnt ihr vielleicht mal reinschreiben, also Sadi sagt, da sind komische Geräusche, ob ihr gerade noch was von Antje seht oder hört. Also sie hat auch einen Ausschlag. Stimmt. Ich weiß nicht. Vielleicht sind das die komischen Geräusche. Also, ja, okay, sie ist auf jeden Fall, das hatte ich schon vermutet, immer noch sichtbar. Warte mal. Guck mal da unten. Ah, vielleicht so. Jetzt. Antje, hörst du uns? Ah, das ist, das Problem hatten wir schon mal. Schau auch mal da unten. Schau mal da unten in den Internetbrowser. Und da.
Warte eben. Da unten. Antje, hörst du uns? Hallo, hallo? Okay, also das Flattern hören wir jetzt auch, Leute. Ja, das, das Problem, das hatten wir auch beim ersten Aufnahmeversuch. Mhm. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal gelöst. Einfach nochmal raus und rein. Ja, ich habe sie jetzt nochmal geschrieben, dass sie nochmal raus und rein geht. Also es müsste eigentlich bei ihr liegen, das Problem. Aber wir haben es jetzt, wir nehmen natürlich jetzt auch das erste Mal über den Weg das auf. Ja, Sadi, erstmal nicht die Hoffnung verlieren. Es gibt ja noch unterschiedliche Wege, wie wir es jetzt probieren können. Sicherlich lässt sich das noch lösen. Genau, wir benutzen OBS Studio. Ja. Außerdem wäre es ja langweilig. Ich meine, ihr habt das sicherlich auch schon vermisst, jetzt die letzten Wochen mit unseren technischen Problemen. Das gehörte ja gerade die ersten bis vor allem letzten Monate zu Übertagesstreaming auch dazu. Ja, genau, sei gute Tradition. Wie wir wissen, Tradition muss man bewahren und zwar um jeden Preis. Okay, jetzt ist sie gerade nochmal rausgegangen und dann gucken wir, ob es klappt, wenn sie wieder reinkommt. Hallo, hallo, hörst du uns jetzt? Oh, da höre ich doch was. Antje, hörst du uns? Okay. Aber der Ton war auf jeden Fall schon mal richtig. Ja, also das war, besteht Hoffnung also. Ja. Mal verliert man, mal gewinnt man, ne? Ja. Wie der Sänger im Refrain von diesem berühmten Lied von Gucci Mane gesungen hat. Antje, hörst du uns jetzt? Okay. Also ihr müsstet sie auch hören oder die Tippgeräusche, die sie halt hat. Wir hören die auf jeden Fall. Das Tonproblem ist schon mal behoben. Komisch. Gut, also ihr hört sie auch. Okay, also das ist jetzt das Problem. So, wir beide können sprechen, beide können gesehen werden, aber wir können uns nicht gegenseitig hören. Okay, ihr hört mich, wie schön, aber ich höre nichts. Ich höre nichts und ich sehe nichts. Du siehst auch nichts, okay. Okay, warte, dann probieren wir es. Also außer mir selbst. Es etwas wirr, aber es ist vielleicht auch etwas zeitversetzt.
Weil anders weiß ich gerade nicht, wie wir es hinkriegen. Ja, das sollte ja halbwegs funktionieren, um sich zu unterhalten. Genau, Sadi. Das probieren wir jetzt. Ja, ich weiß ja nicht, kann ich hier vielleicht noch irgendwas einstellen oder so? Ah, ich sehe ja nichts. Ja, ich glaube, das Problem ist, das könnte halt ein Problem sein, was wir nur beheben können, aber das kann ich halt leider auf Anhieb jetzt auch gerade nicht checken. Ja, also nochmal an alle, die gerade drin sind. Ihr hört uns beide, ihr seht uns beide, aber wir können uns nicht verständigen über diesen Weg. Also Antje, wir hören alles, was Antje sagt, aber Antje hört uns nicht. So. Und das Audio stockt leider auch. Okay. Ja, eine zweite Möglichkeit wäre dann noch gleich das über ein anderes Programm laufen zu lassen. Wenn das jetzt nicht funktioniert. Hörst du, also vielleicht können wir einmal. Ja, genau. Grüß dich. Okay, auf mich selbst ein paar Sekunden später. Du bist jetzt über Twitch dann auch noch mit drin, ne? Und hörst es darüber, ne? Ja, genau. Ja. Ja, gut, das sind jetzt 4 Sekunden Verzögerung circa. Okay, das ist jetzt wie die Korrespondentin aus weit um die Erde, ungefähr 20 Sekunden Genau. Ja, da kam es auch gerade an. Ja, dann müssen wir uns wohl einfach jetzt ganz ganz höflich lange Pausen immer lassen, damit man dann antworten kann. Und das Echo ist auch weg, das ist doch schön. Wenn das Echo wiederkommt, dann sagt es bitte, dann können wir uns halt auch muten oder so. So, ich würde sagen, wir machen dann auch einfach so weiter, ja. Wie, als wäre überhaupt nichts gewesen die letzten 5 Minuten. Schön, dass du da bist, Antje. Ja. Auch wenn es jetzt etwas technisch wild ist. Soll ich jetzt was sagen? Ach so, ja, wir wussten jetzt... Sag mir doch mal, was ihr von geredet habt. Wir wussten jetzt tatsächlich nicht, ob es schon bei dir angekommen ist. Okay, ja. Also wir haben gerade so ein bisschen gesprochen, wie wir die Folge bisher fanden und aus unserer Perspektive so ein bisschen, was wir davon gehalten haben, haben wir auch gefragt, wie die anderen das fanden und wenn du magst, kannst du das nochmal aus deiner Perspektive beantworten, wie die Folge für dich war. Ich habe sie nochmal gehört. Fand, dass ich viel zu schnell geredet habe und viel zu viele Informationen in kurzer Zeit. Also da reingepackt habe. Hoffe, dass es trotzdem verständlich war oder nachvollziehbar. Ja, also die Folge kam mir wirklich sehr gut an. Von daher glaube ich, ist das auf jeden Fall der Fall gewesen. Schreibt gerne mal in den Chat, was ihr so für Fragen an Antje habt, was jetzt vielleicht für euch so aufgekommen ist an Diskussionspunkten und was für euch vielleicht noch spannend wäre, nochmal zu vertiefen und dann können wir gerne darauf nochmal eingehen. Sonst, bis die ersten Fragen und Diskussionspunkte reinkommen, vielleicht gab es ja noch was für euch, wo wir noch vielleicht weitersprechen können, was vielleicht für euch noch offen geblieben ist oder wo man noch ansetzen könnte zu dem, was wir bisher besprochen haben.
Ich habe gerade gelesen im Chat, dass jemand geschrieben hat, dass ich mich so positiv auf Bakunin bezogen. Ich habe ja immer gesagt, Bakunin und die Gruppe um ihn herum. Also Bakunin war da nicht der Haupt-Bakunin, sondern die Gruppe. Ja. Über diese Gruppe könnte man aber tatsächlich auch mal sich nochmal genauer mit beschäftigen. Obwohl man nicht viel darüber weiß, weil natürlich alle sich immer nur mit Bakunin beschäftigt haben und die anderen. Ja. Aber es gibt da auch lustige Zitate über die Damen, die seiner Meinung nach da falsche Sachen machen und Intrigen und alles Sex und Crime. Tatsächlich auch Crime. Kannst du genaueres sagen? Wenn du das jetzt schon so anteaserst, ich meine, wir haben ja auch schon eine Folge zu True Crime gemacht, die sehr gut ankam. Die, in dieser Zeit fällt ja auch die Affäre Nechayev, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Es war so ein russischer Revolutionär, der war mehr irgendwie Radaumacher als inhaltlicher Revolutionär. Und Bakunin war eine Zeit lang von ihm sehr begeistert, weil er immer von so Radikalinskis begeistert war. Und dann kam aber raus, dass der in Russland wahrscheinlich Leute hingerichtet hat, die er für Verräter hielt und so. Das gab eine große Debatte und also ich weiß, ich will jetzt nicht so weit gehen, dass da Homoerotik im Spiel war, aber es war jedenfalls, die Beziehungen waren da auch Thema. Bakunin war schon sehr alt. Relativ alt, eigentlich wahrscheinlich gar nicht viel älter als ich jetzt, aber im Vergleich zu den jungen Revolutionären, ja, wir auch nochmal drüber sprechen können, das Alter von Revolutionären, wir stellen uns immer so zeitlos vor, aber es ist ja ein Unterschied, ob jemand 20 ist, 30 oder 50, wenn dann ein 20-Jähriger mit einem 50-Jährigen zusammen in der Gruppe ist, ist das anders als so. Ja. So in die Richtung. Ach, die, in Twitch kann ich jetzt aber nicht mit reinschreiben, doch. Mhm. Nee, da kannst du tatsächlich nicht mit reinschreiben. Also du kannst halt, wenn du Twitch selber hast, natürlich als Account beschreiben. Also, du hast einen Twitch-Account, schaust regelmäßig Streams. Da, ne? Schon geantwortet. Oh ja. Ja. Ah. Kannst du uns vielleicht einmal kurz deine Lieblings-Twitch-Streamer verraten? Nein, ich gucke da gar nicht. Ich habe überall Accounts, aber ich benutze davon nicht viel. Muss immer sein, ein kleiner Platz für Shoutouts. ja. Wir haben hier. Nee, leider bin ich da schon. Ja. Ja, wir haben auch von Nightmare einmal, glaube ich, die Frage direkt zur Gruppe um Bakunin, war das nicht auch die Frage nach der Anwendung von Gewalt und Terrorismus? Ja, ich bin auch Theologin. Welche Frage noch? Ach, Gewalt und Terrorismus. Genau, die da drin. Genau. Ja. Also, es gab ja, Bakunin war der Ansicht, dass man, dass es eine gute Idee ist, Revolution zu machen, indem man Rathäuser besetzt und alle Akten verbrennt. Hat aber meistens nur mittelgut funktioniert. Es gibt aber da tatsächlich so eine Tradition davon, dass er eben fasziniert war als Ende 60-jähriger Mann von 20, 30-jährigen Männern, die so aufgetreten sind, dass sie sagen, Ärmel hochkrempeln und auf die Barrikaden und Rathaus stürmen. Und das hat natürlich auch was mit Männlichkeitsvorstellungen und sowas zu tun. Da gab es in Lyon auch einen jungen Mann, Albert Richard, der in der Hinsicht so ein
Liebling von Bakunin war, würde ich sagen. Und Virginie Barbet, von der ich, glaube ich, gesprochen habe, auch in der Folge, die in Lyon Anarchistin war und diesen Streik von Textilarbeiterinnen mitorganisiert hat. Und die war befreundet mit der Mutter von Albert Richard. Und das würde man auch gerne mal wissen, wie diese Szene so ausgesehen hat. Mit älteren Damen im Verhältnis mit den jungen Männern in ihrer politischen Strategie. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich war genauso wenig wie Karl Marx eine herausragende, besondere Persönlichkeit in der Zeit war, auch Bakunin das nicht. Das waren ja immer Netzwerke und Gruppierungen von Leuten und wir erinnern halt nur immer die einen Namen, die dann sozusagen mit ihrem Namen für eine ganze Szene stehen. Aber eigentlich muss man soziale Netzwerke betrachten, glaube ich, wenn man verstehen will, wie diese Ereignisse abgelaufen sind. Ja, ich glaube, zu einem gewissen Grad wird das sicherlich dann auch immer damit zu tun haben, dass sich dann auf die Schriften bezogen wird und das dann eben ja meistens unter einem oder zwei Namen, wie dann eben bei Marx und Engels veröffentlicht wird und dementsprechend man dann auch da die Zuschreibung macht. Also ich kann mich auch wirklich sehr wenig dran erinnern, abgesehen von jetzt kommunistischen Parteien oder natürlich auch anarchistischen Organisationen, dass unter einem Kollektivnamen veröffentlicht wird. Also was ja jetzt, sagen wir mal, also ich jetzt so außer nach 68er Zeit oder jetzt 21. Jahrhundert hier und da immer mal häufiger mitbekommen, dass dann irgendwie unter einem Kollektiv veröffentlicht wird. Ja, klar. Aber es gibt natürlich viel mehr Texte von viel mehr unterschiedlichen Menschen als nur von denen. Also das im Laufe der Zeit werden es halt immer weniger, halt immer mehr raus, aber es kommen natürlich keine Zeit dazu. Also von Virginie Barbet zum Beispiel gibt es durchaus auch Texte und auch veröffentlichte Texte. Da zum Beispiel so eine Broschüre geschrieben, Gedanken einer Atheistin über die Erste Internationale oder sowas. Und sie hat auch ein paar Feldauseinandersetzungen mit Giuseppe Mazzini. Aber die sind halt dann in Französisch einmal gedruckt worden, nie wieder aufgelegt, nie in irgendwas übersetzt. Ja, von Nightmare noch eine Frage. Naja, ich meine, ich weiß gar nicht, wo das herkam oder wann das angefangen hat, dass wir politische Bewegungen in diesen Namen ist, ne? Marxismus. Gibt es überhaupt auch einen Frauennamenismus, Goldmanismus? Gibt es gar nicht, gell? Also ich glaube, es gibt es irgendeinen Ismus, der mit einer Frau verbunden ist. Vielleicht ist das eigentlich eine gute Frage. Ich habe ja nicht. Auch meine, ich weiß nicht, falls hier, also ich habe in meiner Dissertation habe ich ja tatsächlich lange damit gekämpft. Also ich wusste, dass ich was schreiben möchte über Frauen in der sozialistischen Bewegung und dachte dann Frauen in der Ersten Internationale. Und da war ich dann noch ganz jung und da habe ich gedacht, ich arbeite jetzt raus, was die Frauen anderes gesagt haben über den Sozialismus als die Männer. Also so, ich mache jetzt eine Frauenposition gegen die Männerposition und habe dann festgestellt, dass das überhaupt nicht funktioniert hat, weil das, was die Frauen geschrieben haben, gar nicht dafür geeignet war. Also sie hatten nicht so steile Thesen, sie haben nicht so polemisch über ihre Gegner geschimpft, hatten irgendwie so schwache Ideen, würde ich jetzt, habe ich damals gedacht. Ja, und dann dachte ich kurz, sind Frauen vielleicht doch dümmer als Männer oder nicht so politisch begabt und bin dann aber dazu gekommen, dass es eigentlich auch eine andere Art von Politikverständnis ist. Also
Man kann ja Politik oder politische Beziehungen prägen, entweder gegen andere, also gegen Hegel. Hört ihr noch was? Warum lacht ihr? Na ja. Das war nur gerade, dass die Audio-Settings einmal. Merkelismus gibt es vielleicht. Genau, also und diese Art, glaube ich, politische Thesen zu formulieren, ist unter Frauen nicht so sehr verbreitet. Also eigentlich ja nicht mal bei Emma Goldman, dass sie so sich an anderen abarbeitet. Eine italienische Philosophin, Diana Sartori, hat das mal so, das Patriarchat so geschildert, dass es ja eigentlich ein Kampf ist von Vätern gegen Söhne und immer die Väter sind groß, machen die Söhne nieder, dann werden die Väter erwachsen, die Söhne erwachsen, bringen ihre Väter um, werden dann selber Väter und so weiter. So ist jede Generation, killt sich gegenseitig und dann selber. Und so funktioniert es aber, glaube ich, unter Frauen eigentlich nicht und auch nicht. Es ist nicht, das, keine Ahnung, woran das liegt. Jedenfalls ist das nicht die Art und Weise, wie sich die meisten Frauen politisch äußern, sondern es geht ja eher um Vermittlungen oder um Zusammenhänge. Hängt vielleicht auch zusammen, dass sie ja immer um ihren Platz kämpfen mussten, dass sie ja auch schon durch den Körper Outlaws waren in männlich dominierten Kontexten und deswegen viel mehr darauf angewiesen waren, Vermittlungen zu suchen. Tendenziell latent in einer feindlichen Umgebung muss man ja immer ein bisschen gucken, dass man nicht gleich wieder rausgeschmissen wird. Und vielleicht ist das halt dann auch eine andere politische Kultur. Zumal ja später, als dann die Frau ja den Separatismus erfunden hat, über den wir ja viel geredet haben, genau diese Art Schlagabtausch mit der Frau gefunden hat. Also, aber eben im 19. Jahrhundert kann man das sagen, dass sie sich vielleicht abgearbeitet haben gegen die Kapitalisten und gegen die Monarchisten und so weiter, da haben sie von Hälfte geschimpft, aber nicht gegen andere Linke oder andere sozialistische Menschen oder so. Meine Tonqualität ist schlechter. Ja, das Problem ist, dass sie so schwankend ist. Also zwischendurch hört man dich ganz klar und dann hört man dich eigentlich fast gar nicht mehr. Ist halt sehr nervig, okay. Aber... Kannst du vielleicht noch was an der Internetverbindung machen? Du bist über WLAN drin? Oder über ein LAN-Kabel? Ich bin über WLAN drin, ja. Hast du vielleicht ein LAN-Kabel zu Hause? Über WLAN. Okay. Aber eigentlich, ich meine, das Bild ist ja super flüssig. Von daher ist es halt eigentlich... ein bisschen komisch, das, also es muss, kann auch ein anderes Problem sein, weil eigentlich dein Bild ist total flüssig und nur der Ton ist halt, kackt halt manchmal ab. Und ist komisch. Es ist schwierig, jetzt da irgendwas zu machen. Ja. Also ich kann halt ein bisschen in den Einstellungen rumfuchteln, aber das hat gerade zum Beispiel nur dazu geführt, dass dann. Ich glaube, alles, was wir einstellen können, zieht tatsächlich noch mehr Daten. Da ist die Internetverbindung dann nämlich schlechter geworden. Dementsprechend würde ich sagen, lassen wir es einfach so und machen ja, dann weiter. Genau, es muss jetzt so sein, wie es ist. Ist ein bisschen doof, aber ja. Ja, fand ich auch spannend, was du jetzt nochmal angesprochen hast mit der politischen Kultur unter Frauen. Wie die sich dann eben von der männlichen unterscheidet. Nur wo ich dann auch so ein bisschen dran denken musste, auch mit den Beispielen, die jetzt hier gerade reingebracht wurden mit Margaret Thatcher oder Angela Merkel. Und ich muss dann auch so ein bisschen an eben den weiblichen Adel in der Geschichte denken. Thatcherismus gibt's übrigens. Ja, Thatcherism, ja. Und muss man da dann nicht auch sagen, dass das dann auch eben mit der spezifischen sozialistischen Tradition zu tun hat? Also wenn ich jetzt so an diese Beispiele denke, dann kann ich mich jetzt zumindest in der oder jetzt mit Queen Victoria oder so nicht dran erinnern, dass ich da irgendwie jetzt so ein
starkes weibliches Element von keinem Konkurrenzkampf und so ausmachen würde, weil da sind ja auch einfach die Zwänge, die jetzt beispielsweise in der Konkurrenz im Adelsstand herrschen oder auch jetzt in der klassischen parlamentarischen Politik doch eigentlich so stark, dass da, also da kann man ja jetzt dann auch mit dieser anderen weiblichen Art von Politik machen, doch gar nicht so viel Neues aufbauen oder anders wirken, weil einfach die Zwänge da so stark sind. Ja, also ich meine, man könnte darüber diskutieren, ob Adlige überhaupt Frauen sind. Das ist ja so ein schönes Thema in diesem Film Elizabeth, wo, wer ist es denn? Vergessen, aber ganz, die Schauspielerin fällt mir gerade nicht ein, aber ein Film über Elisabeth I., wo es darum, wenn sie Königin, wo sie in dem Moment, wo sie Königin wird, ihr Frausein ablegt. Eigentlich ist Frausein, so wie wir es heute verstehen, ein bürgerliches Konzept oder ein Konzept der bürgerlichen Gesellschaft. Und natürlich basiert das, was ich da so sage, drauf, nicht auf Chromosomen oder sowas, sondern auf diesen bürgerlichen Geschlechterrollen. Und in diesen Rollen ist diese Männlichkeit, die sich aus Autonomie, Individualität, Konkurrenz zusammensetzt, die bringt natürlich eine bestimmte Art auch von politischem Aktivismus hervor. Und die Frauen, die ja auch eine andere Rolle haben im bürgerlichen, in der bürgerlichen Gesellschaft, die haben dann vielleicht auch eine anderes Verständnis von Politik. Das erklärt, warum diese ganzen weiblichen Tugenden weg sind, sobald Frauen emanzipiert werden. Aber im 19. Jahrhundert sind die halt total stark, vor allem in Westeuropa, in Russland weniger, aber in Europa. Und die äußern sich dann halt auch in der Geschichte dieser sozialen Bewegungen, die zu dieser historischen Zeit entstanden sind. Ja? Und eigentlich ist diese männliche politische Bewegung des 19. Jahrhunderts unvollständig. So wie das Jean de Rohr übrigens in einem ganz tollen Zitat auch gesagt hat, die Frauen müssen als Frauen im Bereich des Politischen präsent sein, damit das Werk vollständig sein kann. Und deswegen können auch Männer Frauen nicht repräsentieren und Frauen Männer nicht, weil diese Gesellschaft oder diese Gesellschaft auf diesen zwei Sphären basiert und die müssen zusammenfinden. Und die Frauen haben halt, dadurch, dass sie ausgeschlossen waren, sozusagen die größeren Notwendigkeit gehabt, zu vermitteln, Brücken zu bauen, hinzugehen in die männlichen Versammlungen und so weiter. Und das hat dann eine politische Kultur hervorgebracht, die teilweise einfach besser war, als sie sich gegenseitig fertig machen, was die Männer da veranstaltet haben. Damals. Ein kulturelles Phänomen, ist kein Phänomen von Biologie oder so. Ich bin gerade am Überlegen, weil so wie du das jetzt sagst, hört sich das ja fast an, als würde eben, also als hätte es dann in den männlichen sozialistischen Zirkeln des 19. Jahrhunderts nur Konkurrenzkampf untereinander gegeben. Und ich würde sagen, dass, so wie ich das auf jeden Fall geschichtlich einsehen konnte, dass das auf jeden Fall ein Phänomen ist, gerade in den Führungszirkeln, aber dass ja ein ganz großer Teil der männlichen Mitglieder von sozialistischen Bewegungen gar nicht die Zeit, die Muße oder auch ja überhaupt das Interesse hatten, so viel Aufwand auf diesen Konkurrenzkampf zu setzen, sondern vielmehr ja einfach ihr direktes ökonomisches Interesse als Proletarier oder teilweise dann auch als Bauern durchzusetzen. Und die andere Sache, die ich noch spannend fand, die du dann angesprochen hast mit eben Frau sein, wie wir es heute kennen, als eben diese bürgerliche Kategorie. Und ich habe das auch so verstanden, dass das, was jetzt Frau sein ist, natürlich ganz klar auch auf diese Trennung der beiden Sphären zurückgeht und dass jetzt Weiblichkeit im Feudalismus
noch anders ausgeschaut hat, weil eben natürlich die Arbeit auch eine ganz andere war. Aber kannst du vielleicht noch mal genauer beschreiben, was du auch damit meinst, wenn du jetzt sagst, ob Adlige überhaupt in dem Sinne Frauen sind? Weil es gab ja auch trotzdem eine ganz konkrete Bestimmung von Frau sein im Feudalismus, auch in adligen Kreisen, beispielsweise jetzt durch, ich weiß gar nicht, ich kenne es jetzt nur für Europa und die islamisch geprägten Kalifate oder die Nachfolgestaaten, wie es da dann mit dem Erbrecht ausgeschaut hat. Da gab es ja schon ganz klare Bestimmungen zu dem, was eine Frau ist und auch wie eine Frau, sagen wir mal, jetzt nach christlichem und den unterschiedlichen islamischen Rechten jetzt in der Gesellschaft gestellt sein sollte. Ja, das war, glaube ich, also ich kenne mich jetzt nicht mit der adligen Kultur so richtig aus, aber soweit ich weiß, gab es da unterschiedliche Bestimmungen und gab Kontexte, in denen zum Beispiel Erbfolgen oder auch Regimentsfolgen Frauen eingeschlossen haben und welche, wo sie nicht eingeschlossen haben. Ich glaube, war dieses salinische Gesetz in Frankreich nicht explizit da, dass das die Erbfolge für Frauen ausgeschlossen wurde per Gesetz, was ja im Umkehrschluss bedeutet, dass es sie vorher gegeben hat. Also jedenfalls ist sozusagen die Position der Königin, also Katharina die Große oder sowas oder auch Queen Elizabeth oder so, die sind ja dann als Regentin, spielt ihr Geschlecht genau keine Rolle mehr, sondern dann gehen sie in dem Moment, wo sie die Krone aufsetzen, in die Position einer letzten Endes geschlechtsneutralen Person, ja, wo diese Geschlechterdifferenz egal ist. Und wenn du Queen bist, hast du genau dieselben Befugnisse wie als King, weil das die Position ist, die dich ausmacht und nicht du die Qualität mitbringst, ja. Deswegen war es ja auch so wichtig, dass zum Beispiel bei der Besetzung auch von geistlichen Ämtern sichergestellt wird, dass das keine Frauen sind. Denn in dem Moment, wo sie erstmal die Weihen haben, hat das Amt, trägt ja dann die Person. Und es trägt dann auch eine Person ohne Penis im Zweifelsfall. Ja, absolut. Also gerade auch bei jetzt dem Beispiel von... Und im Bürgertum ist das halt anders. Ja, und... Sorry. Nee, das war das Problem. Das war, es kam irgendwie eine lange Pause rüber. Ich warte jetzt immer noch mal ein bisschen, bevor ich dann spreche. Ja, aber vielleicht gerade dazu, also bei jetzt Königin würde ich dir auch gar nicht widersprechen. Das fand ich auch immer einen spannenden Switch dann. Aber weil du es ja auch noch mal so betonst, also mir kam das auch immer besonders so stark vor, weil es jetzt im restlichen Adel dann noch diese stärkere Unterscheidung gab. Also wir haben ja nicht nur als Teil des Adels dann immer die Königin bzw. den König, sondern das war ja eine recht breit aufgestellte Schicht mit allerlei unterschiedlichen Titeln, die es da gab. Und zumindest, also ich kann mich jetzt auch gar nicht konkret auf die unterschiedlichen Gesetze jedes Mal beziehen, aber so wie ich das wahrgenommen habe, gab es dann ja doch sehr große Unterschiede, auch je nachdem, was dann mit den einzelnen Titeln dann an Eigentum beispielsweise an Land dann verwaltet werden konnte in den unterschiedlichen Regionen Europas. Und wird jetzt nicht trotzdem auch einfach das einfache Volk eine Königin als Königin und einen König als König sehen? Also da spielt ja das Geschlecht auf die Sichtweise dann des einfachen Volkes trotzdem eine Rolle, oder? Das war ja nicht, das einfache Volk hat ja den Königstitel nicht als geschlechtsneutral wahrgenommen, oder? Also ich kann mich tatsächlich... gerade, weil du Katharina die Große genannt hast, auch daran erinnern, dass es da ja immer recht viel Skandalisierung auch von ihrer Sexualität gab. Also gab es da nicht so verschiedene Gerüchte, die dann gestreut wurden, dass sie beispielsweise eine Beziehung zu einem Pferd hatte oder verschiedene Liebhaber und dass bei Königin dann eben nochmal besonders stark draufgeschaut wurde. Also da könnte man ja vielleicht dann auch ausmachen, dass dann trotzdem die Weiblichkeit da definitiv wahrgenommen wurde und es nicht einfach so war, dass die Leute direkt akzeptiert haben, das ist jetzt keine Frau mehr, das ist jetzt die Königin.
Also wie gesagt, grundsätzlich würde ich dir schon zustimmen, dass es eine ganz andere Kategorie von Weiblichkeit ist, wenn jemand den Königstitel damals bekommen hat, weil du natürlich auch die, jetzt je nach Staat, aber schon die immenseste Macht bis die absolute Macht im Staat innehattest. Und ja, sonst ist halt der Kopf gerollt, wenn dir kein Respekt gezollt wurde. Aber nichtsdestotrotz finde ich das schon wichtig, wie du gesagt hast, das dann auch damit reinzudenken. Ja, also da bin ich eigentlich keine Expertin für, das weiß ich nicht. Wobei ich könnte mir vorstellen, dass gerade die Diskussion um Katharina, das ist ja schon am Übergang zu einer ja, bürgerlichen, da hatten wir ja schon den Anfang der Romantik, glaube ich. Also da waren ja schon, da waren ja schon diese Debatten in Gang. Ne? Dann wird ja auch viel projiziert. Also wenn wir gucken, wie wir heute über Kleopatra reden und wie die dargestellt wird von Liz Taylor, dann ist das ja nicht dasselbe, wie die antike Kleopatra tatsächlich war. Die Frage, ob das einfache Volk, Königinnen oder Kaiserin irgendwie als Frauen wahrgenommen haben oder nicht, wäre mal eine interessante Frage. Vielleicht hat auch bei den Gender Studies schon mal jemand darüber geforscht. Ich wäre mir gar nicht so sicher, dass sie die als Frauen wahrgenommen haben, weil ich glaube, wirklich vorbürgerlich war die Bedeutung von Frau anders. Mehr auf das Gebären von legitimen Kindern ausgerichtet und weniger auf bestimmte Performances im Alltag. Ja, vielleicht können wir da ja dann auch super noch an die Frage von Nightmare anschließen. Dazu, ob bürgerliche Geschlechtervorstellung nicht auch zum Teil auf idealisierter Adelskultur basiert. Ja, jetzt kommen wir da aber ganz ins Bereich der Spekulation, weil ich da ehrlich keine Ahnung habe. Aber das sind interessante. Es stimmt, was ich weiß, ist, dass das romantische Liebesideal, auf das sich die Romantik dann bezogen hat, dass sie viel geklaut haben von diesen Minne-Sachen, die dann im 12., 13. Jahrhundert gewesen sind. Aber ich weiß nicht, ob diese Rückbeziehungen historisch korrekt waren, also ob die wirklich wiedergegeben haben, was Minne war, oder ob sie einfach das aufgegriffen haben, was sie sich eingebildet haben, dass Minne ihrer Meinung nach gewesen wäre. Da müsste man jetzt eine Mittelalter-Expertin fragen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt auch. Aber es ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie historische Bezugnahmen eben immer rückfolgt. Ja, also genau. ich kann mich auch tatsächlich daran erinnern, dass wir hatten ja auch schon das Beispiel mit Queen Victoria angesprochen, dass zumindest sie auch recht ausschlaggebend in Großbritannien für die Etablierung von diesem Familienideal war, wie eben sie ihre Familie dann präsentiert hat. Und das kann man vielleicht dann sagen, dass es dann, ich weiß jetzt nicht, ob das in allen europäischen Staaten so war, aber da kenne ich jetzt das Beispiel, dass dann viel eben immer mit der Royal Family als die ideale Familie auch für bürgerliche Kreise dann eben als Ideal übernommen wurde und dann auch viel von dieser Familienkultur geprägt hat. Mhm. Und ich würde jetzt auch sagen, sicherlich kann man da auch viele Bezüge dann herziehen, beispielsweise mit bürgerlichem Eigentumsrecht, also jetzt in dieser Mythologisierung davon, in der Idealisierung, dann sicherlich auch basierend auf den Erbrechtsvorstellungen aus dem Adel. Trotzdem irgendwo jetzt auch eine sehr spezialisierte Debatte. Du hattest ja noch einen zweiten Punkt, oder? In deinen Ausführungen von vorhin. Ach so, bevor wir. Ja, das waren die Männer, die nicht im Konkurrenzkampf genau, waren. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, das stimmt natürlich, dass nicht alle sozialistischen Männer in diesem Konkurrenzkampf waren, sondern nur da, wo sie in Konkurrenzverhältnisse zueinander getreten sind.
Es sind ja auch nicht alle Männer berühmt. Also eigentlich ist es nicht ist es nicht eine Auseinandersetzung zwischen den Männern und den Frauen, sondern eigentlich zwischen einer bestimmten Art Alpha-Männer, könnte man heute vielleicht sagen, und dem Rest. Denn gerade diese alltäglichen Sachen, diese Solidaritätskassen, Genossenschaften und was auch immer, die waren ja eigentlich gemischtgeschlechtliche Veranstaltungen. Also da waren ja ganz häufig sowohl Frauen als auch Männer beteiligt, aber eben in der zweiten, dritten Reihe. Wobei man kann natürlich fragen, ob Solidarität nicht auch schon ein Konzept ist, das gegen eine Gegenposition oder die andere Seite der Medaille vom Konkurrenzkampf ist. Ne? Nur wenn du auf der einen Seite eine Kultur der Konkurrenz hast, brauchst du ja das Konzept von Solidarität. Das sind sozusagen. Ja. Nur falls du dich teilweise wunderst, warum wir nach oben gucken oder ein bisschen lächeln, das liegt einfach daran, dass ich so einen irren Nachbarn bei mir wohnen habe, der so mega wild im Alkoholsuff rumschreit und auf dem Boden so tritt und so. Und deswegen Ja, also ist wir es manchmal sind, etwas ja, es ist irritierend. kein Augenrollen irgendwie zu dem, was du sagst. Aber wo wollte ich denn jetzt anschließen? Und es ist auch ein bisschen irritierend, halt immer so zeitversetzt halt zu Genau, sprechen und ja. so. Ja, Ja, der krass. Classic Nordstadt. Genau, die Sache mit Konkurrenz und Solidarität. Also, da würde ich dir recht geben, dass es Solidarität braucht, wenn es Konkurrenz gibt, weil sonst wäre es einfach die Norm und dann, man macht ja eigentlich eher Begriffe für Sachen, die man von einer anderen Sache unterscheiden möchte. Aber ich meine, die Solidarität wurde doch vor allem etabliert aufgrund der Konkurrenzgesellschaft, in der die Leute ganz konkret gelebt haben. Und die haben ja nicht die solidarische Kultur dahingehend aufgebaut, weil es so furchtbar in den sozialistischen Bewegungen war mit den, wie du es genannt hast, den Alpha-Männern an der Spitze. Und wo ich mir tatsächlich ein bisschen schwer tue, auch damit ist, so wie du das jetzt ausführst, hört es sich fast so an, als wäre das ein grundsätzlich konkurrenzbehaftetes Verhältnis gewesen zwischen der, sagen wir mal jetzt, den Führungsköpfen der sozialistischen Bewegung und der Basis, weil in vielen Fällen ist es ja auch eine, oder ich würde jetzt sagen, es ist auch eine notwendige gegenseitige Befruchtung und Arbeitsteilung im Kampf gewesen, dass die Teile, die jetzt Zugang beispielsweise zu Bildung hatten, zu wissenschaftlicher Arbeit, zu einer bestimmten Thematik, überhaupt auch die, ja, das ideengeschichtliche Gerüst für diese Bewegung gegeben haben. Also es war jetzt nicht nur ein Konkurrenzverhältnis, sondern es war ja auch ein notwendiges Arbeitsteilungsverhältnis in diesen Bewegungen, um Gegenmacht aufzubauen. Und auch so Diskurs, ne? Die haben sich ja auch einfach untereinander gestritten, um halt eine bessere Position dann zu finden. Ja. Ja, also ich würde sagen, das Konkurrenzverhältnis zwischen diesen Führungspersonen, Männern, bezieht sich nicht auf Konkurrenz oder mit den normalen ArbeiterInnen oder den Leuten an der Basis, sondern die Konkurrenz bezieht sich ja auf andere Autoren und auf andere Fraktionen. Da ging es dann ja auch um Einfluss, um das Durchsetzen der eigenen Strategien und sowas. Inwiefern die Auseinandersetzung, diese Art der Debatte, wie sie da geführt wird, und das ist ja zum Beispiel ganz erstaunlicherweise, haben ja Marx und Bakunin total viel gemeinsam, was man gar nicht meinen würde, wenn man sie immer so als die Hauptgegner stilisiert, aber in der Art und Weise, wie sie über politische Gegner oder über Leute, die andere Positionen hatten, hergezogen sind. Ja, also zum Beispiel Bakunin über André Leo, wenn er ihr unterstellt oder wenn er ihrem
Liebhaber, der war ja Benoît Malon, der war ja auch ein bekannter internationaler, dem dann unterstellt, er könnte nicht mehr klar denken, weil André Leon den Kupfertäter, sie könnte kein klares Urteil fällen, weil sie immer zu emotionalisiert wäre. Als Frau sagt er nicht dazu, liest dann aber mit. Und dann auf diese Weise abbügelt, wenn sie dazu aufruft, auch mit republikanischen Leuten zu kooperieren und so weiter. Das sind ja Stilfragen. Und ich kenne die These, dass das vielleicht dazu führt, im Konkurrenzkampf der Platzherrscher sozusagen das Beste herauszuholen. Meiner Erfahrung nach funktioniert das nicht, oder ich zumindest kann es nicht so gut, obwohl ich noch eigentlich ganz gerne heftig streite. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass bessere Gedanken oder innovativere Gedanken eigentlich daher kommen, wenn man auf eine andere Weise miteinander diskutiert. Nämlich nicht um zu gewinnen, sondern mit das, was wir auch hätten, ne, das Interesse am anderen und so weiter, was wir auch in der Folge diskutiert haben. Aber vielleicht ist es auch eine Geschmackssache und es liegt nur dran, dass ich eine Frau bin, keine Ahnung. Ich finde schon, dass das eigentlich eine, also es kommt wirklich drauf an, würde ich sagen, was man jetzt genau damit meint. Also ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit beiden Arten gemacht. Mhm. Also ich habe sehr schlechte Erfahrungen in anarchistischen Organisationen damit gemacht, die genau, sagen wir mal, jetzt von diesem männlich stilisierten oder als männlich bezeichneten Gesprächsstil weg wollten und dann eben als weiblich oder häufig dann auch eher als anarchistisch bezeichnete Art der Meinungsfindung dann auch so ein bisschen aufgemacht haben, dass im Endeffekt alles irgendwie geht und jede Perspektive total wertgeschätzt werden muss und man dann eigentlich gar nicht mehr die Unterschiede in den Aussagen herausarbeiten möchte, was dann meistens einfach nur zu einer Struktur und Bewegungslosigkeit geführt hat, weil ja, man im Endeffekt total widerstrebende Sachen untereinander vereinen wollte, da war es dann komplett okay, dass Leute in einer Organisation waren, die gesagt haben, wir wollen eigentlich gar keine Organisation und gar keine Treffen mehr und Leute, die gesagt haben, lasst uns bitte eine Zeittafel aufstellen für die Treffen, Leute, die gesagt haben, wir brauchen jetzt einen gewerkschaftlichen Kampf, um die industrielle Produktion zu organisieren und Leute, die gesagt haben, wir müssen eigentlich in eine Jäger- und Sammlergesellschaft zurückkehren, dann irgendwie zusammenarbeiten sollten. Und gleichzeitig habe ich auch gerade mit den Vertretern von der Zeitschrift, die häufig mit drei Buchstaben abgekürzt wird, die so aus dem orthodoxen Marxismus kommen, auch die sehr schlechten Erfahrungen gemacht von, sagen wir mal, doch, wo ich sagen würde... wütenden Männern. Genau, wütender Diskussionskultur, die mir doch sehr häufig scheint, auch wenn sie gesagt hat, wir wollen einfach nur jetzt wirklich jeden Unterschied herausarbeiten, dann manchmal auch das er gemacht hat, um Freude zu haben, um diese Unterschiede rauszuarbeiten und am Ende Recht zu behalten und eine Art von theoretischer Männlichkeit zu representen. Und da würde ich sagen, es kommt wirklich drauf an. Ja, aber ich würde auch tatsächlich sagen, es kommt wirklich drauf an, was man jetzt damit sagen möchte. Weil einfach so einen Appell zu machen von, es ist schön, wenn wir uns mehr zuhören und den anderen ausreden lassen und auch erstmal eine andere Perspektive für voll nehmen, auf jeden Fall. Und dann muss man aber trotzdem, finde ich, immer ganz genau herausstellen, was meine ich jetzt damit, wenn ich sage, ich möchte diese andere Gesprächskultur, was habe ich beispielsweise für eine Bezugnahme zu Wahrheitsfindung in solchen Aussagen, was heißt es, ich möchte Perspektiven gelten lassen, aber dann muss man auch genauso gucken, was heißt es jetzt, wenn ich sage, ich möchte unbedingt die Unterschiede von den Aussagen herausarbeiten. Ja, also da stimme ich dir vollkommen zu und ich bin ja häufig in reinen Frauengruppen und ich finde es auch ganz schrecklich, wenn man da nicht mal laut werden darf und nicht mal jemandem richtig widersprechen darf oder sowas. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass es jetzt eine Frage ist, welche Kultur ist besser und welche ist schlechter, sondern ich finde, es geht darum, dass man die Unterschiede kennt und dann auch weiß, wann man vielleicht in interkulturelle Missverständnisse reinläuft. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ich war mal auf einer Podiumsdiskussion
zusammen mit einer anderen Frau und mit Michelle Friedmann. Und am Ende ging es, Michelle Friedmann und der Moderator haben dauernd miteinander gestritten und geredet und wurden laut und die andere Frau und ich saßen da, haben ganz selten mal was gesagt und hinterher haben gesagt, ja, ihr hättet uns viel öfter ins Wort fallen müssen, ja. Und ich habe aber gar keine Lust, anderen ins Wort zu fallen, wenn ich sozusagen mein Honorar für die Teilnahme am Podium kriege, ohne dass ich was sage. Ist doch auch gut, ja. Ich habe gar nicht das Bedürfnis, da mehr zu arbeiten, als ich muss, ja, wenn ich da nur das sitze und kriege mein Geld. Also, und das sind einfach Missverständnisse. Also er wollte gar nicht uns dauernd ins Wort fallen. Es war ihm am Ende selber peinlich. Er hat sich nur gewundert, dass wir das nicht machen, weil er nicht mit in Betracht gezogen hat, dass wir vielleicht auf eine andere Weise da die Regeln verstehen oder für uns definiert haben. Und deswegen, glaube ich, kann man bei so Sachen gar nicht sagen, was ist besser. Es gibt Kontexte, wo das eine besser ist oder das andere. Aber wichtig ist, wenn man zusammenkommt, dass man sich darüber verständigt, nach welchen Regeln man jetzt gerade spielt, ja. Ja, und ich finde auch, dass Nightmare das nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht hat, dass ja Streit auch wichtig ist manchmal, dass es auch eine Möglichkeit gibt, sich zu streiten, aber eben nicht um des Gewinns willen, wie du es auch schon formuliert hast, Antje, sondern für den Erkenntnisgewinn. Ich finde, das schließt auch total gut an so die ganzen Diskussionspunkte, die wir in der zweiten Hälfte der Folge hatten, an, wo man wirklich dann sich diese einzelnen Phänomene anguckt und dann halt, ja, ich habe das jetzt immer als Sweet Point in der Folge benannt, habe es jetzt gerade auch nochmal gesagt, aber einfach so, dass man dann die Punkte, die man ja kritisiert an einer bestehenden, zum Beispiel jetzt in dem Fall Diskussionskultur, dass man ja auch dann sich genau angucken muss, was will ich denn wirklich anders haben, was möchte ich denn grundsätzlich da ändern, um dann nicht an einem Punkt wieder rauszukommen, der vielleicht anders problematisch ist, ne? Aber das Vertreter der goldenen Mitte. Nee. Aber absolut richtig. Ich finde auch den Punkt, den du nochmal gesagt hast, dass wir... Ich habe übrigens den Film Unruh tatsächlich gesehen. Ja, können wir darauf noch eingehen, Antje, auf jeden Fall. Und jetzt habe ich abgewartet, bis ich selber aufgehört habe. Also ich habe ihn gesehen und finde tatsächlich gut. Auch die Art und Weise, wie die Frauen dargestellt wurden, das hat mich beeindruckt. Es ist ein sehr interessierenswerter Film. Und über SozialistInnen, AnarchistInnen mit Behinderung weiß ich leider gar nichts. Ist mir keine bekannt, von der man wüsste, dass das so ist. Das heißt aber natürlich nicht, dass das... Vielleicht gehe ich dann einfach nochmal auf das ein, was ich, das war gerade irgendwie abgebrochen mit der Verzögerung. Ja, ich finde das absolut richtig, was du auch nochmal gesagt hast, damit, dass wir uns eben vor darauf verständigen sollten, wie genau so ein Gespräch ausschaut, weil ich finde es auch ganz witzig, die Erfahrung, die ich gemacht habe mit Leuten, die eben sagen, wir wollen nicht darüber reden, wie jetzt diskutiert werden sollte, dass das dann auch häufig die Leute waren, die dann auch in solchen Diskussionen eben genau an die Punkte gekommen sind, an denen man nicht mehr miteinander diskutieren konnte, weil man einfach eine ganz andere Art von Gesprächskultur hatte und andere nicht ausreden lassen hat oder beleidigend geworden ist und man sich am Ende dann doch gerade deswegen nur um das Diskutieren irgendwann und um die unterschiedliche Gesprächskultur und um das schlechte Benehmen gedreht hat, weil es eben nicht funktioniert hat und man gar nicht mehr über den Inhalt geredet hat. Und so finde ich es dann eigentlich auch schöner. Also es muss jetzt nicht in jeder Situation sein, ne? Das ist auch eine Sache jetzt in ganz natürlichen Situationen und auch im Gespräch, ne? Einfach mit Freunden oder lockeren Sachen. Da muss man das jetzt nicht jedes Mal abklären, so, sonst verkommt man dann auch wieder in so eine linke Subkultur, aber gerade wenn wir jetzt über sowas sprechen wie jetzt eine Podiumsdiskussion oder Gesprächsrunden oder so, das ist eigentlich eine gute Sache, wenn man sich vorher auf was einigt, auf ein gutes System, mit dem alle gut fahren können, weil dann spart man sich nämlich auch diese späteren Missverständnisse und die Diskussion darum. Eine andere Sache, die ich dich jetzt fragen wollte, weil du hast gerade gesagt, du warst dann auf dem Podium mit hier dem Michel Friedmann, das ist der CDU-Politiker, der diese Koks-Affäre hatte, der deswegen auch
so Probleme im Politdiskurs hatte. Würde mich nämlich noch einmal kurz interessieren, worüber ihr dann da dieses Podium abgehalten habt, worüber ihr diskutiert habt. Es erschlag mich tot, ich habe das Thema vergessen. Ich könnte es bei Gelegenheit googeln. Das war in der Kirche und ich glaube, es ging um interkulturell oder so, weil ich weiß, ich glaube, es war sowas Interreligiöses. Er ist ja Jude, es war eine Muslimin dabei und ich. Also ich fürchte nicht. Ich glaube, es war irgendwie interreligiöser Dialog der Religionen. Da kann man auch, finde ich, ganz gut übergehen zu der Frage von Sadi. Weil wir sind ja jetzt auch schon eine Stunde, aber wovon jetzt halt viel technisches Trara war, aber eine Stunde dabei. Deswegen kann man auch mal für ein paar weitergehende Fragen äußern. Ja, die Frage von Sadi mit der theologischen Frage. Die Frage. Mit Christentum in sozialistischen Strömungen. Ja, da gibt es auf jeden Fall Beziehungen, die aber sehr wechselhaft und unterschiedlich sind. Also es gibt ja den religiösen Sozialismus zum Beispiel von Clara und Leonard Ragatz in der Schweiz, also wo es Christinnen gab, die sich speziell als sozialistisch verstanden haben. Natürlich hat das Christentum auch in der Befreiungstheologie eine große Rolle gespielt, in Lateinamerika. Und es gibt auch jenseits davon, dass man diese Gleichheitsidee und Option für die Armen und Verteilung und er kommt, geht ein Kamel durch den Nabel, höher als dass ein Reicher in den Himmel kommt. All diese, wie man sagen kann, Anti-Ungerechtigkeitspositionen, die sind natürlich in sozialistische Bewegungen reingeflossen, aber teilweise eben auch in so einer säkularisierten Art. Also eine Freundin von mir hat mal ein Buch geschrieben, wo sie sozialistische Bewegungen mit dem Pietismus verglichen hat und da viele kulturelle Parallelen entdeckt hat in Bezug auf, dass wir uns dauernd anstrengen müssen, um die Welt zu verbessern, dass wir selber auch zurückstecken müssen, dass wir teilen müssen, dass wir keine materiellen Reichtümer anstreben dürfen. Und da gibt es natürlich mannigfache Beziehungen, aber es gibt natürlich auch genau das Gegenteil, also christliche Positionen, die Reichtum und Herrschaft legitimiert haben. Von daher sind beides, also sowohl Sozialismus als auch Christentum, so große, weltanschauliche Komplexe, dass je nachdem, wo du reinfliegst, du halt an ganz unterschiedliche Sachen kommst. Und Nightmare hat ja... Welche Rolle spielt der Operaismus bei den italienischen Feministinnen? Achso. Nee, ich glaube, du kannst dich genau auf die beiden Fragen von Nightmare eigentlich jetzt beziehen, weil schreibt Nightmare jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal rein, so groß ist das Interesse am italienischen Operaismus. Ja, Nightmare scheint generell die Möglichkeit auszunutzen, dass du hier bist, um dir jede Frage zu stellen. Also der Operaismus, direkt darauf beziehen sie sich nicht, aber sie beziehen sich doch immer wieder auf anarchistische Traditionen. Sie kommen eher aus dem Feminismus der 70er Jahre. Carla Lonzi ist eine große Bezugsfigur und sie beziehen sich mehr auf diese dekonstruktivistischen, psychoanalytischen, also Lacan vor allen Dingen, aber auch Foucault. Und die Gemeinsamkeiten mit Anarchismus arbeiten sie nicht raus, aber sie sind meiner Meinung nach sehr stark eben gerade über diese Ablehnung von Staatlichkeit und die Ablehnung von Repräsentanz. Aber sie kommen aus einer ganz anderen Ecke. Wobei das ja gerade gerade spannend ist, wenn man aus verschiedenen theoretischen Ecken zu demselben Schluss oder zu derselben Erkenntnis kommt, dann ist das ja ein starkes Indiz dafür, dass da was dran ist. Und welche Texte würde ich von denen empfehlen und welche haben mich stark geprägt? Das ist schwierig zu sagen, weil ich sie alle gelesen habe, aber
Vielleicht doch die Sodomitas, also das Patriarchat ist zu Ende, finde ich einen total tollen Text. Also, es ist passiert nicht auf Zufall, gibt es auch auf Deutsch. Ansonsten so Sammelbände jenseits der Gleichheit. Es gibt aber auch ganz viel im Text, also im Netz. Also wenn du auf meine Seite mal gehst und Italienerinnen guckst, dann gibt es ganz viele Texte auf Deutsch. Auch Texte von Luisa Moraro vor allen Dingen, die finde ich am allerbesten, zum Beispiel über Freiheit oder so. Je nachdem, was dich interessiert. Ich würde erstmal mit den Internettexten anfangen, die sind kürzer und man muss sie auch nicht kaufen. Vielleicht würde ich tatsächlich da dann auch direkt nochmal mit einer persönlichen theologischen Frage anschließen, weil das war auch was, was mich, was ich direkt spannend fand, als ich eben mir dann auch so ein bisschen deine Biografie angeschaut hatte, dass du eben auch viel dann ja, zu theologischen Fragen gearbeitet hast. Was ist es denn persönlich für dich, was das Christentum spannend macht? Und vielleicht dann auch anschließend an die Frage von Sadi, siehst du für dich dann, also einmal bist du dann auch, bist du gläubig, bist du praktizierende Christin und siehst dann da auch für dich persönlich Anknüpfungspunkte in deiner, ja, in deinen politischen Ideen? Also ich bin wie die meisten Leute einfach reingeboren. Ich habe mich selber in den Kindergottesdienst eingeschult, weil es bei uns im Dorf keinen Kindergarten gab. Und von daher hat sich die Frage nicht gestellt. Das war jetzt keine bewusste Entscheidung, ich konvertiere irgendwo hin. Allerdings haben mich Atheisten Alternativkonzepte nie besonders überzeugt, weil ich finde, dass die menschliche Erkenntnisfähigkeit einfach nicht ausreicht für alles, was wir mit alles, womit wir konfrontiert sind. Also es gibt so viel unvorhergesehenes, existenzielle Dinge, die wir nicht beeinflussen können, dass wir, glaube ich, ein Wort brauchen, um die zu adressieren. Und dieses Wort ist halt traditionellerweise Gott. Dann bist du bei der Theologie, wenn du darüber nachdenkst, was das bedeutet. Was bedeutet das, dass ich existenziell auf Sachen angewiesen bin, die ich nicht kontrollieren kann? Es ist ja keine Erkenntnisfrage, sondern eher eine Frage der Kultur. Gehen wir damit um? Ja. Eine Möglichkeit, damit umzugehen, ist halt zum Beispiel über andere zu herrschen, damit mich möglichst wenig Leute irgendwie verletzen können. Eine andere Möglichkeit wäre Vertrauen darauf, dass von irgendwas gut geht. Vertrauen ist das griechische Wort für Glauben. Ich finde Glauben vernünftig sozusagen. Aber das ist halt eine Traditionsfrage. Ich habe mich der Theologie halt schon sehr früh, schon mit meinem ersten Semester, ich habe ja Theologie studiert, aus einer feministischen Perspektive angenähert. Von daher habe ich nie das Bedürfnis gehabt, mich an so patriarchalen theologischen Traditionen abzuarbeiten, weil die für mich nie eine Bedeutung hatten und nie mich unterdrückt hatten. Ich kann es sehr gut verstehen, wenn Leute, die halt da in ganz schrecklichen Gemeinden großgebrannt sind oder so, wenn die das nicht so sehen können. Ich bin auch nicht loyal christlich in dem Sinn, dass also ich bin loyal zur weiblichen Freiheit oder zur Freiheit überhaupt. Insofern, je mit einmal ist es gut und wenn nicht, dann nicht. Also die Bibel kommt bei mir dann nur an zweiter Stelle, sag ich mal. Und nur wenn ich sie selber interpretieren darf. Simone Weil, ja, total. Fragte Nightmare jetzt gerade nochmal. Also Simone Weil ist eine meiner großen Ideale, Idole. Von der kann ich wirklich alles einsaugen und wenn ich nur ein Buch mit auf die einsame Insel nehmen dürfte, wenn das die KI ist von Simone Weil. Da muss ich auch gerade dran denken. Es gab bei uns damals auch in der anarchistischen Gruppe einen Genossen, der
riesige, also wirklich auch riesige Stücke auf Simone Weil gehalten hat und immer betont hat, dass wenn man ihm irgendwie eine Freude machen kann, dass man dann ein Buch zukommen lassen sollte. Und ich weiß nicht, ist das immer noch so, aber ich kann mich daran erinnern, dass er immer betont hatte, dass es teilweise sehr schwer wäre und sehr teuer, an ihre Texte zu kommen. Ja, ja, ja. Das ist immer noch so. Wobei ich jetzt nicht ganz, ich glaube zumindest die Einwurzelung oder Verwurzelung ist inzwischen auch auf Deutsch rausgekommen in einer bezahlbaren Version. Aber ich habe schon alles, von daher ist mir es egal. Das ist aber jetzt nicht sonderlich barrierefrei für finanzielle Hürden. Würde ich sagen, ist nicht sonderlich solidarisch. Nicht sehr solidarisch, ja, ja. Apropos, das ist vielleicht ein ganz guter Moment, um eine skurrile Umfrage zu erwähnen, die ich im Zuge unserer Folge bei Instagram gemacht habe. Und zwar hatten wir in unserer Folge besprochen, dass Männer es oft an Interesse an der weiblichen Perspektive fehlt und an dem Interesse auch Bücher von Frauen zu lesen. Und dann habe ich so eine halb ernst, halb skurrile Umfrage gemacht, wo ich die Männer unserer Community gefragt habe, wie sie das so handhaben. Und da war es tatsächlich so, dass bisher 24% kein Buch von einer Frau gelesen haben, bei 38 Stimmen. Dann 9% ein Buch von einer Frau gelesen haben, weil das die eigene Gruppe von ihnen erwartet hat, bei 14 Stimmen. 6% bei 9 Stimmen haben es gemacht, weil es sich gut als Statussymbol eignet. Und 96 Stimmen bei 61% haben schon Bücher von Frauen gelesen als ernsthafte Beschäftigung. Ist jetzt schwer zu sagen, ob das eher gut oder eher schlecht ist, aber ich fand es tatsächlich, ich meine, es ist jetzt die Frage, wie repräsentativ das ist, aber eher positiv, muss ich sagen. Und bin ich schon ein bisschen leicht stolz auf unsere Community-Typen. Wo würdest du dich denn da einordnen? Ja, bei ernsthafter Beschäftigung natürlich. Ich kann jetzt auch schlecht was anderes sagen, ne? Nee, aber... Nein, glaube ich direkt. Ja. Ja. Bei dir weiß ich ja, dass es nur eine ernsthafte Beschäftigung sein kann. Was? Ja, ernsthaft. Ja, auf jeden Fall. Klar, cool. Ja. Cool. Jo, dann würde ich sagen, lass uns noch mal eine letzte Runde machen mit Fragen. Vielleicht ist ja noch was offen geblieben oder irgendwas, was noch von Interesse ist. Ja, vielleicht möchtest du auch noch was loswerden, Antje, was irgendwie liegen geblieben ist. Ja, zwei Rückmeldungen haben wir ja auch noch. Also mir persönlich, Schelm sagt, der Tod des Märchenprinzen nichts. Ich weiß nicht, wie das... bei dir ist Antje. Und vielleicht, wenn du magst, kannst du ja auch noch was, weiß ich gar nicht, ob das... Der Tod des Märchenprinzen war das Buch eines der Bücher der zweiten Frauenbewegung. Ich habe das auf jeden Fall gelesen und verschlungen, als ich jung war. Aber wenn ich bei dir jetzt ähnlich bin, weiß ich auch gar nicht mehr, was drin stand. Genauso wenig, wie ich noch diese Podiumsdiskussion. Aber es hat mich damals beeindruckt. Aber das ist Jahrzehnte. Tolstoi, das Himmelreich Gottes ist in euch, kenne ich zu meiner Schande nicht. Aber das werde ich gleich mal gucken. Klingt jedenfalls als Titel schon mal sehr vielversprechend. Ist Tolstoi denn jemand, mit dem du dich auch intensiver auseinandergesetzt hast? Genau. Weil wir kriegen auch recht häufig Nachfragen zu Tolstoi und gerade diese Zadi. Verbindung. Ja, vor allem von Zadi, unser Quotenchrist. Aber auch generell häufig diese Nachfrage eben, was haltet ihr von Tolstois, wird immer gesagt, christlichen Anarchismus.
Also ich weiß es nicht. Ich habe ein paar Sachen von ihm gelesen, aber ich weiß nur, dass er so einen schlechten Ruf hat, weil er mit seiner Frau so schlecht umgegangen sein soll. Aber das ist alles, ich bin keine Spezialistin dazu. Das ist jetzt die Frage, Nightmare. Bei dem technischen Desaster, was wir hier abgeliefert haben, Ja, also also ich komme jederzeit gerne. was ihr jetzt auch nicht wisst, ne, ist, dass es auch bei dem Vielleicht bei auf einer anderen Plattform. ja, das gerne. Dann ist es auf jeden Fall was, worum wir uns dann kümmern werden. bei der Aufnahme, was ihr auch nicht wisst, ist, dass wir vergessen hatten, den Aufnahme-Button zu drücken und dass wir erstmal das Intro ohne es aufgenommen zu haben. Das ist uns auch tatsächlich noch nie passiert in 3 Jahren, dass wir einfach so ohne Aufnahme geredet haben. Also wir haben ein wahrlich schlechtes Bild abgeliefert, was das angeht. Aber es ist schön zu hören, dass du trotzdem wiederkommen würdest. Ja. Gut, ja, in dem Sinne war es hoffentlich der Beginn einer wunderbaren langjährigen Kooperation, selbst wenn es technische Schwierigkeiten hatte. Ist ja auch immer eine schöne Sache, ne? Wir warten immer ab, um uns jetzt ausreden zu lassen. Ist ja auch eine Art von Gesprächskultur über die Verzögerung. Ich habe übrigens gerade ein neues Projekt. Wenn das fertig ist, können wir da gerne drüber reden. Ich beschäftige mich gerade mit Lucy Parsons und der Frage nach der Gewalt. Also, da muss man noch mal dran. Ich weiß aber noch nicht, was dabei rauskommt. Wäre auf jeden Fall mal ein ganz neues Element, dass wir uns mit einer Einzelperson sehr intensiv beschäftigen. Das haben wir nämlich bei Übertage eigentlich noch nie gemacht. Also auch mit keinen Typen einfach nie. Es war nie so unser Primäranliegen, aber und zum Thema Gewalt und Militanz hatten wir ja schon mal eine Folge, aber das wäre sicherlich auch nicht uninteressant. Auf jeden Fall. Werden ja manchmal auch als der unanarchistische, anarchistische Podcast wahrgenommen, weil wir so wenig explizite Folgen zum Anarchismus machen, mehr aus einer anarchistischen Perspektive. Ja. Okay, Antje, in dem Sinne, vielen lieben Dank, dass du dich auch heute wieder dem hier ausgesetzt hast. War schön und ja, wir sehen und hören uns sicherlich bald wieder. Alles klar. Ja, Tschüssi. danke mach's dir. gut. Schönen Abend noch. Ciao. Einen Moment, Leute. Ist die Kamera wieder weg? So, hier sind noch mal wir beide. Gewaltfrage wird viel zu wenig mit befasst. Ja, Sadi, das ist was, da kann ich mich auch dran erinnern. Da hast du auch immer viel drüber diskutiert, aber wir haben ja mal auch eine ganze Folge zum Thema gemacht: Ja, Gewalt absolut. und Militanz. Ja, So. nochmal großen Sorry für die technischen Probleme. Das war wirklich eine völlige Katastrophe heute. Das war jetzt einfach ja, ganz neu nochmal versucht, mit dem, dass wir das hier einbinden, den Gast in unsere Setup. Aber es gibt ja noch eine Sache. Ich wollte das nämlich gerade sagen. Da hab ich ja noch was mitgebracht, worum geht es hier im Live? Um die letzte Folge mit Antje Schrupp zum Thema anarchistische Frauengeschichten. Aber jetzt geht es um was anderes, weil jetzt haben wir noch ein kleines Off-Thema mitgebracht. Das ist die Wiedergutmachung für euch. Joshua hat mir was zu essen mitgebracht und ich guck mal rein, was es ist. Muss einen schönen Ausklang hier. Bisschen was. Ich glaube, es ist eine besondere Ruhrgebietsspezialität, wie ich hier gerade sehe. Gibt es nur bei uns. Uh.
Es hatte mich an diese ganzen Bilder immer von diesen japanischen schwarz gefärbten McDonald's-Burgern erinnert. Mhm. Das sieht, so, schon, sieht schon mega geil aus, oder? Come on, das sieht schon geil aus. Ja, Nightmare, das habe ich heute im Malzers geholt. Okay, ja, ich beiß mal rein und guck mal, was es kann, ob es nur gut aussieht oder auch schmeckt. Ich glaube, es ist ein Berliner, oder? Ja, genau, es wird, glaube ich, als Ruhrpott-Berliner verkauft. Und? Also bisher schmecke ich keine Füllung oder so. Ja, ich sehe das auch das. Aber da ist auf jeden Fall Füllung drin. Ich hätte jetzt nämlich auch auf Beeren oder Blaubeer getippt. Also bisher schmeckt es einfach ja, wie ein Berliner mit Zuckerguss so. Ich gucke nochmal, ob arbeite dich mal vor. Ich beiß nochmal hier, damit ihr es mehr seht, in das Glück auf, jetzt mal rein. Jetzt brauchst du auf jeden Fall das Clip für die Story. Oh, das ist eine Cremefüllung, ne? Das ist eher so Vanille. Mm. Das schmeckt eigentlich ganz gut. Willst du auch, oder? Oh, mal ein Stück. Wenn nicht, ne? Mal, mal probieren. Ja, unsere Mikros sind total gut ASMR geeignet. Dann kommt jetzt wahrscheinlich alle noch Hunger zu der späten Uhrzeit. Das gibt euch aber auch so ein bisschen Vorgeschmack schon auf einen zukünftigen Stream, den wir haben werden. Ja, ja, stimmt. Ja, werden wir ja tatsächlich. Nächste Woche wird es um Essen gehen im Stream und es wird mal wieder einen lockeren, nicht immer so Politik und Revolution und alles geht drunter und drüber. Weil mal nächste Woche wollten wir das machen. Ja, ja. Haben wir gar nicht drüber gequatscht, mein Lieber. Ja, aber ich glaube, das kommt nächste Woche, oder? Ja, aber ich kann schon mal sagen, nächste Woche kann ich nicht. Okay, dann müssen wir das verschieben. Das wird verschoben, aber es wird auf jeden Fall stattfinden und ja, genau, der Stream wird Zucker. Also tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Und das ist auch mal eine Sache, die wir wieder durch euch, durch die Community organisiert bekommen haben. Aber dazu später. Ja. Ja, ist eigentlich ganz lecker, aber ich muss sagen, ich bin eigentlich mehr Fan von diesen Berlinern mit Fruchtfüllung. Mhm. Ich auch, aber so, ich finde, dafür ist es echt geil. Also, wenn ich jetzt so allgemein, ich meine, come on, das sieht so geil aus, das hat jetzt schon ein, zwei Punkte oben drauf gepackt. Ja, auf jeden Fall, ne? Also, ich würde sagen, eine 7 von 10. Und wenn ich jetzt halt nur Berliner mit. Nur Berliner mit so nicht Frucht, dann würde ich so sogar auf eine 8 oder 9 bis 10 packen. Unter den Berlin. Ja, das könnte auf jeden Fall jetzt gut. Nochmal ein Shoutout an die Malzers Milchbrötchen mit Schokolade. Das, ja, toll, auch, jetzt müssen wir hier das irgendwie als Werbung meinst markieren. Du, das ist so? Wir haben ja keine, man kann doch wohl hier über deutsche Bäcker sprechen, wir haben mal eine ganze Folge zu dem Thema gemacht. Aber da haben wir keine Bäckernamen genannt. Nicht? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Hört auf jeden Fall gerne nochmal rein. Das ist auf jeden Fall eine ziemliche underrated Folge über deutsche Brotkultur. So, ihr Lieben, dann hat Spaß gemacht. Und ich esse jetzt hier noch auf, aber ohne euch, würde ich es mal sagen. Ja, und auf jeden Fall auch von uns nochmal, Sadi, alles Gute für deinen rauchfreien Weg. Auf jeden. Das ist eine sehr, sehr schöne Nachricht. Hört auf zu rauchen, Leute. Ja. Wichtig und richtig. Das ist auch so eine Sache, wäre ich so richtig moralisch, wenn es da um die revolutionäre Bewegung und Rauchen geht, ne? Ihr müsst halt sehen, wir sind halt eh nicht viele und dann müssen wir halt alle darauf achten, dass unser Leben möglichst lang ist, damit ja, wir möglichst viel bewegen können, ne? Haut rein, Glück auf. Glück auf. Bald.